Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute mal, ja, neben meinem Subregal, meinem Stapel oder meinem Regal voller ungelesener Bücher. Und ja, mir ist das Ganze so ein bisschen über den Kopf gewachsen. Es sind einfach so viele Bücher in letzter Zeit geworden. Ihr habt vielleicht meine Hauls gesehen. Es ziehen immer echt viele neue Bücher ein und ja, einige Bücher verstauben einfach in diesem Regal. Und deshalb habe ich mich jetzt dazu entschieden, auch wenn es nicht ganz so leicht gefallen ist, aber da wirklich nochmal ja, durchzugehen, mir jedes Buch genau anzuschauen, zu überlegen, werde ich das wirklich ja, demnächst lesen oder wird das vielleicht noch Ewigkeiten auf diesem Sub liegen? Und ja, das Ganze, ja, es war einfach komplett überfüllt und ich wollte dem Ganzen einfach etwas, ja, das Ganze etwas reduzieren, möchte ich es mal so sagen. Natürlich, an alle, die jetzt irgendwie denken, ah, sie sortiert ungelesene Bücher wieder aus, einfach nur Konsumverhalten, bla bla bla. Ja, ihr habt vielleicht recht, aber ja, das ist mein Leben und ich kann mit meinen Büchern machen und tun, was ich möchte. Manche Bücher davon habe ich jetzt wirklich schon seit 3, 4, 5 Jahren vielleicht auf dem Sub gehabt und ja, habe mich jetzt dazu entschieden, sie ausziehen zu lassen und dann ziehen sie vielleicht bei jemandem ein, der sie mehr wertzuschätzen weiß und der Spaß daran hat. Und ganz ehrlich, es ist ja auch einfach mein Geld. Und wenn ich damals die Bücher mir neuwertig gekauft habe und sie jetzt wieder zu einem günstigen Preis abgebe, who cares? So, und ich würde sagen, ich fange jetzt auch direkt mal an und zeige euch die ersten Bücher. Es sind nämlich echt einige geworden und ich möchte nicht, dass das Video zu lange wird. Und zeige euch gleich dann auch nochmal einen kurzen Überblick, wie mein Subregal jetzt aussieht. Es passen nämlich fast alle Bücher hinein, also ja, ich bin ganz happy. Als erstes möchte ich euch ein Buch zeigen, was jetzt wirklich schon einige Jahre auf meinem Sub liegt. Ich habe es mir damals gekauft, als es erschienen ist, weil ich super neugierig war und noch nichts von der Autorin gelesen hatte und es irgendwie mich, ja, gecatcht hat, dass so viele darüber gesprochen haben. Ja, ist wieder so ein gehyptes Buch gewesen damals. Aber ich habe es nie gelesen und ich glaube, ich werde es jetzt auch in der nächsten Zeit nicht lesen. Deshalb, ja, darf es ausziehen. Das sind einfach zu viele ungelesene Bücher in meinem Regal. Wir haben hier Mein Leben basiert auf einer wahren Geschichte von Anne Freitag. Ich habe wirklich schon so, so viel gehört. Viele sagen mir auch immer, du musst unbedingt die Bücher von Anne Freitag lesen. Vielleicht werde ich das eines Tages, aber jetzt ist, glaube ich, nicht der richtige Zeitpunkt. Deshalb darf das Buch ausziehen. Das ist tatsächlich noch ungelesen. Das Lesebändchen ist hier noch so drin. Ich glaube, ich habe nicht mal reingelesen, wenn dann die ersten paar Seiten. Aber genau, es darf jetzt ausziehen und zu jemandem hoffentlich, der es mehr wertzuschätzen weiß. Vielleicht ist irgendwann nochmal der richtige Zeitpunkt für mich, ein paar Bücher von ihr zu lesen, aber jetzt gerade doch eher nicht. Als nächstes habe ich hier sogar eine komplette Reihe, die ausziehen darf. Ich habe die mir erst vor ungefähr 1 oder 2 Jahren gekauft. Ich glaube so 1,5 Jahre, weil sie waren irgendwann bei der Rache des Sub auch schon dabei, bei der Videoreihe, die ich mache. Ich habe den ersten Band gelesen, den zweiten angefangen und irgendwie überzeugen die mich nicht so richtig. Und deshalb dürfen die jetzt wieder ausziehen. Ich habe Platz im Regal und genau, nicht noch mehr ungelesene Bücher. Es handelt sich um diese Reihe hier von Bianca Iosivoni. Der erste Band ist, glaube ich, der letzte erste Blick. Es sind 4 Bände. Es geht um verschiedene Pärchen, also New Adult Bücher. Ich glaube, damals die ersten New Adult Romance Bücher von Bianca Iosivoni. Ich habe ja einige hier ihre neueren Bücher gelesen, auch ihre Fantasy Bücher. Und lese gerade Sorry, das ist so eine Mischung aus Romance und Thriller. Also an sich mag ich ihre Bücher sehr gerne. Ich glaube, diese Bücher sind einfach, ja, da sie einige ersten Bücher waren noch, oder einige der ersten New Adult Bücher auch auf dem Markt, einfach nicht mehr so das, was ich jetzt gerade bevorzuge. Ich habe einfach so viel in diesem Genre schon gelesen, dass mir dann so viele kleine Dinge auffallen, die mich stören und irgendwie komme ich nicht richtig in die Geschichten rein. Deshalb, ja, dürfen die jetzt alle ausziehen, genau. Das nächste Buch ärgert mich tatsächlich ein bisschen selbst, dass es ausziehen muss oder ausziehen wird, denn ich habe es mir ungefähr vor auch 1,5 Jahren, 2 Jahren gekauft, sogar von der Autorin persönlich signiert. Genau, da steht drin für Janina und das Ganze ist Cards of Love von Nina Tramontani. Es ist Band 1, ich glaube einer Dilogie oder Trilogie, ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich habe damals, war ich in Stuttgart tatsächlich bei so einem Bloggerabend dabei und beim Witwer Thalia, falls ihr den Buchladen kennt. Genau, und es war richtig, richtig schön dort und ich habe mir dann das Buch dort ausgesucht, weil die Autorin eben da war und ich wollte gerne ein signiertes Buch von ihr haben. Ich hatte auch schon ein paar von ihr gelesen, die aber natürlich nicht dabei, also ein paar New Adult Bücher von ihr und habe mich dann dafür entschieden.
Es hat mich, glaube ich, auch 15 Euro gekostet. Aber jetzt im Nachhinein ist es, glaube ich, einfach nicht das Richtige für mich. Also vom wie es klingt, ist irgendwie ein plötzlicher Todesfall in Venedig und es geht um Kartenlegen und ja, irgendwie so ein Mysterium, so ein bisschen. Es ist eine Dilogie, steht hier hinten drauf. Okay, zwei Bände. Ja, irgendwie spricht mich der Klappentext gar nicht mehr so richtig an. Ich meine, das war damals ein Fehler. Ich habe mehr oder weniger einfach nach dem Buch gegriffen, weil ich eben eins kaufen wollte, was von der Autorin war, weil ich sie auch total gerne mag. Genau. Aber ja, jetzt darf es aussehen. Ich hoffe, es stört nie denjenigen nicht, dass da für Janina drin steht. Und ja, genau. Deshalb darf das jetzt auch gehen. Das nächste Buch ist tatsächlich eines von Colleen Hoover und das ist ja eine meiner liebsten Autorinnen überhaupt. Aber ja, das Buch darf aussehen, einfach aus dem Grund, dass ich mir davon eine andere Version kaufen möchte. Es ist nämlich ein Doppelband. Maybe Someday und Maybe Not. Und ja, Doppelband vom DTV-Verlag. Die gibt es auch einzeln, die Bücher. Und irgendwie mag ich dieses kleinere Format auch nicht so gerne. Es ist so ein Taschenbuch, aber auch relativ dick, eben weil zwei Bücher da drin enthalten sind. Und ich würde mir die gerne einzeln kaufen. Die haben dann auch so richtig schöne Cover, die ich total gerne mag. Ja, das hier ist jetzt auch wirklich schon 3, 4, 5 Jahre bei mir. Ich weiß es nicht. Ich habe da mal reingelesen, damals mit einer Freundin zusammen. Aber ja, wir haben es nie beendet. Und deshalb. Ja, steht das immer noch ungelesen in meinem Regal. Eigentlich wirklich schlimm, weil ich ja fast alle Bücher von Colleen Hoover gelesen habe. Es sind zwei der wenigen letzten, die mir noch fehlen. Aber ich werde die Reihe mir einfach nochmal kaufen. Es gibt sogar noch einen dritten Band, glaube ich, mittlerweile. Wie heißt er denn? Ich weiß es gerade nicht. Also es gibt auf jeden Fall 3 Bände in dieser Reihe und ich hätte die gerne alle 3 einzeln passend zueinander in derselben Ausgabe. Ja. Bisschen exzessiv vielleicht, aber das ist auch so ein bisschen meiner Sammelleidenschaft gewidmet, muss ich sagen. Genau. Also, es liegt nicht an Colleen Hoover, es liegt nicht an dem Buch. Ich möchte einfach eine andere Ausgabe haben. Und dann haben wir hier noch eine komplette Reihe, die ich hergeben möchte, muss. Und es tut mir bei dieser Reihe extrem weh. Ich habe sie mir damals gekauft für, ich glaube, pro Buch, das sind Hardcover, englische Hardcover, mindestens 20 Euro. Das heißt, hier sind 80 Euro in meiner Hand, die ich ausgegeben habe. Aber ja, es sind diese wunderschönen Raven Cycle Bücher. Ich finde die Cover so, so schön. Damals gab es die auf Deutsch. Allerdings mit super hässlichen Covern, die mir gar nicht gefallen haben. Deshalb habe ich mich dann entschieden, die englischen Hardcover zu kaufen. Und ja, jetzt, ich glaube, im letzten Jahr oder so sind die Bücher auf Deutsch erschienen mit denselben tollen Covern. Hier könnt ihr es, glaube ich, neben mir im Regal gerade noch so sehen. Das ist der deutsche Schuber mit denselben Covern. Und ich, ja, brauche die Bücher einfach nicht doppelt. Ich brauche sie nicht auf Englisch und auf Deutsch. Ich meine, manche Bücher besitze ich in beiden Sprachen, aber bei denen ist es mir irgendwie nicht so wichtig, vor allem wenn die auch genau die gleichen Cover haben. Das hier ist mein absoluter Liebling oder auch Band 3. Die sind so, so wunderschön und ich mag auch die Geschichte an sich. Ich habe bisher leider nur Band 1 gelesen, aber habe mir noch fest vorgenommen, die anderen auch zu lesen und das kann ich immer auf Deutsch machen. Deshalb dürfen die jetzt ausziehen. Ich weiß, dass ich nie wieder dafür den Preis bekommen werde, den ich ausgegeben habe, weil die mittlerweile nicht mehr so viel wert sind und ja, dass sie eben auch auf Deutsch gibt mit denselben Covern, aber die dürfen jetzt trotzdem ausziehen, weil die verstauben einfach nur in meinem Regal und ich brauche sie nicht doppelt. Das ist echt so eine mega schwere Entscheidung für mich. Ich weiß nicht, wie geht es euch mit sowas? Ich warte schon mal in einer ähnlichen Situation. Schreibt mir sehr, sehr gerne einen Kommentar. Genau. Es fällt mir sehr, sehr schwer, aber die werden jetzt ausziehen und ja, Platz für neue Bücher machen, vielleicht im Regal. Mal schauen. Als nächstes habe ich hier 2 Bücher aus dem Lux Verlag. Eigentlich ja eine meiner liebsten Verlage für New Adult Bücher oder New Adult Romance Bücher. Die Bücher haben sogar eine Gemeinsamkeit. Es sind beides Rocker Romance. Also es geht um ja, Rockstars. Das erste ist der Auftaktband der Idol-Reihe von Kirsten Callahan. Idol gibt mir die Welt. Das Buch ist jetzt auch mindestens schon 4 Jahre bei mir, wenn nicht noch länger, ich weiß es nicht. Ich habe es nie gelesen und ich glaube auch nicht, dass ich es in nächster Zeit tun werde. Es liegt einfach nur im Regal. Eigentlich wusste ich immer, dass ich die Geschichte irgendwann lesen möchte. Es klingt auch ganz süß irgendwie. Ich mag so kleine Rockstar-Geschichten eigentlich ganz gerne. Aber ich greife nie danach. Das zeigt mir dann ja irgendwie, ja, dass es vielleicht auch nicht der richtige Zeitpunkt dafür ist.
Und genau, deshalb darf das jetzt weiterziehen. Ich glaube, ich habe es mir damals auch nicht neuwertig gekauft. Ich bin nicht ganz sicher. Ich meine, es war gebraucht. Sieht eigentlich noch ganz gut aus. Ist halt mittlerweile ein ganz kleines bisschen vergilbt dafür, dass es so lange im Regal jetzt schon stand. Aber ja, das darf gehen. Und das andere Rockstar-Buch weiß ich, dass ich es mir mal gebraucht gekauft habe. Ich glaube sogar auf Instagram von irgendjemandem abgekauft. Midnight Blue von LJ Shen. Noch ein Buch von LJ Shen, was ich nicht gelesen habe, in meinem Regal stehen habe. Es sind echt einige gewesen. Aber irgendwie interessieren sie mich doch nicht mehr so. Und ja, deshalb darf das auch gehen. Das steht auch mindestens 3 Jahre hier rum, ungelesen. Ja. Ich weiß einfach, dass das jemandem viel mehr Freude bereiten wird, als mir einfach nur im Regal rumstehen zu haben. Dann habe ich als nächstes wieder ein englisches Buch. Und zwar ist es eine Rom-Com-Art. Es heißt Yes, No, Maybe So von Becky Albertalli und Aisha Said. Das war eigentlich wirklich so ein Buch, was ewig lange auf meiner Wunschliste erstand. Dann habe ich es mir gekauft und jetzt liegt es seit Ewigkeiten in meinem Subregal. Ich habe es mal begonnen. Ich bin irgendwie nicht ganz richtig reingekommen. Ja, es geht um zwei Jugendliche. Es geht um Politik. Die gehen irgendwie von Haus zu Haus, um ja für ihren Kandidaten in den USA da Werbung zu machen und ja, kommen sich dabei irgendwie näher. Mittlerweile spricht es mich einfach nicht mehr so an, wie es das mal getan hat. War irgendwie eine andere Zeit. Und ja, ich glaube, ich werde es in nächster Zeit auch nicht lesen. Da muss es nicht im Regal versauern. Das gilt halt für alle diese Bücher hier. Falls ihr eins davon übrigens schon gelesen habt und ihr es mega fandet, könnt ihr es mir ja trotzdem mal schreiben. Freut mich natürlich, wenn euch die Bücher überzeugen konnten. Oder natürlich auch, wenn ihr eins der Bücher noch lesen möchtet. So, das kommt auch weg. Ich werde die Bücher übrigens teilweise verkaufen, aber teilweise auch einfach in den Bücherschrank stellen. Das kommt immer darauf an, wie die Verfassung noch ist von dem Buch, wie die genau noch aussehen und ob es sich noch lohnt, die zu verkaufen, ob die noch jemand haben möchte. Leider, wenn ihr das Video seht, sind die Bücher wahrscheinlich schon auf meinem Instagram-Account in der Story online gewesen. Aber falls ihr mir dort folgen möchtet, ist der Link auf jeden Fall wie immer in der Infobox. Also da kriegt ihr dann auch mal mit, wenn ich so Bücher verkaufe, spontan. Das war eine relativ spontane Idee und ich filme jetzt nur noch schnell das Video ab. Als nächstes habe ich hier wieder eine Buchreihe. Ich glaube, es ist nicht die komplette Reihe. Da müssten noch ein oder zwei Bände mehr sein. Und zwar One of Us is Lying und One of Us is Next. Die habe ich tatsächlich noch nicht so lange. Ich habe sie mir aber auch gebraucht gekauft oder getauscht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Im letzten Jahr ungefähr. Aber es spricht mich doch einfach nicht an. Ich habe damals gedacht, ja, okay, versuche ich es mal. Nee. Ist doch nicht das Richtige und deshalb dürfen die wieder ausziehen. Also für die hatte ich auf jeden Fall nicht so viel Geld ausgegeben. Deswegen schmerzt es mich da nicht so dolle. Aber genau, deshalb dürfen die jetzt auch gehen. Das ist irgendwie, ja, es geht immer um verschiedene Jugendliche, um Intrigen, Lügen, um einen Mordfall, der tatsächlich aufgedeckt werden soll. Ja, ganz interessant, aber irgendwie momentan nicht das, was ich lesen möchte. Als nächstes habe ich hier wieder ein englisches Buch und das ist tatsächlich, ich glaube, vorletzten Monat bei Bukopoli gewesen. Ich habe es angefangen zu lesen und ich mochte den Schreibstil oder ja, die Art, wie das Ganze geschrieben wurde, aus der Sichtweise überhaupt nicht. Also hat mir nicht zugesagt. Deshalb, ja, ich muss jetzt nicht länger noch versuchen, das Ganze zu lesen und es dabei eben nicht mögen. Deshalb geht es jetzt einfach, auch wenn es mir nicht ganz so leicht fällt. The Librarian of Auschwitz, based on a true story of Dieter Kraus. Es geht hier um ein Mädchen, was Auschwitz anscheinend überlebt hat. Und hier in dem Buch wird ihre Geschichte erzählt. Es ist aber tatsächlich nicht von ihr selbst geschrieben, sondern von Antonino Iturbe. Ja, und ich mag daran nicht, dass es irgendwie auch teilweise aus der Sicht der Nationalsozialisten erzählt wird. Also es ist so ein allübergreifender Erzähler. Es geht eben nicht nur aus Dieters Sicht, sondern eben auch dann mal kurz in die Köpfe der Männer reingeschaut. Das ist Boah, sagt mir irgendwie gar nicht zu, das möchte ich gar nicht wissen. Es ist zwar natürlich sowieso schon ein grausames Buch, weil es spielt in Auschwitz im Konzentrationslager. Aber nee, ich habe da schon einige Bücher in die Richtung gelesen und das zählt eher zu denen, die mir jetzt eben nicht so gut gefallen haben. Ich habe, glaube ich, gerade mal 50 Seiten, wenn überhaupt, gelesen, aber nee, das darf wieder gehen. Ich habe mir das tatsächlich damals in London gekauft, als ich das letzte Mal dort war, 2019 oder 18. Aber ja, ist eine schöne Erinnerung, aber wenn es mir ja nicht gefällt, macht es auch keinen Sinn.
Als nächstes habe ich noch ein Buch, das auf meinen Namen persönlich signiert ist und sogar richtig süß mit Erinnerung an die Frankfurter Buchmesse. Ich war dort im letzten Oktober auf dem Lux-Abend, also es war vom Verlag ein organisierter Abend eben für BloggerInnen. Und dort war April Dawson und ja, verschiedene andere Autorinnen. Wir haben von jeder Autorin ein Buch bekommen und sie haben uns das eben vor Ort dann auch signiert. Ich habe von ihr eben Proof of Hope bekommen. Ich weiß gar nicht. Ah, das ist der erste Band einer Trilogie. Das dritte erscheint im August. Also ja, wäre die Reihe bald so gesehen auch vollständig. Aber es interessiert mich irgendwie nicht so. Ich habe erst gedacht, ja, ich werde mal reinlesen. Ich habe früher mal eine Reihe von April Dawson gelesen, die Up All Night Reihe. Ich weiß nicht, ob die so heißt. Aber da haben mir die Bücher auch nicht so richtig zugesagt. Also ich fand sie ganz okay für zwischendurch. Aber dafür habe ich einfach zu viele Bücher noch in meinem Regal, als dass ich eben jetzt nach diesem Buch greife, wo ich wusste, dass mir der Schreibstil nicht ganz so gut gefallen hat. Oder ja, ich natürlich kann diese Reihe ganz anders sein als die Up All Night Reihe. Könnt ihr mir auch gerne mal schreiben, wenn ihr die gelesen habt. Aber ich glaube, ich werde es jetzt abgeben. Dann habe ich einfach mehr Platz und ich muss einfach ein paar Bücher aussortieren. Das ist alles zu viel geworden. Genau, deshalb habe ich mich für das hier entschieden. Als nächstes habe ich hier ein Buch, was ich jetzt schon ein paar Mal auf diesem Kanal gezeigt habe, immer mit der Frage, ob ich es aussortieren soll oder nicht. Ich habe darüber mal ein Angelesen-Video gemacht, also habe ich irgendwie das erste Kapitel gelesen und mich danach entschieden, das Buch zu behalten. Und ja, das Video ist jetzt auch schon ein oder zwei Jahre alt, mindestens anderthalb. Und deshalb, ja, darf das Buch jetzt gehen. Ich habe es immer noch nicht weitergelesen als das erste Kapitel. Spricht mich einfach nicht an. Die Stadt aus Messing. Das ist ebenfalls eine Trilogie, eben ja, ich glaube, eine Dystopie oder zumindest Fantasy-Roman, spielt im späten 18. Jahrhundert. Ich finde das Cover eigentlich ganz hübsch, muss ich sagen. Ich hätte es mir lieber als Hardcover gewünscht, als so ein riesiges Taschenbuch, weil es ist auch super, super dick, über 600 Seiten. Ich habe schon öfter mal gehört, dass die Reihe vielen gefallen hat, aber ich glaube, das ist einfach, dass das ja gerade nicht so das Richtige für mich ist. Und dass ich einfach nicht dazu greife, zeigt dann ja auch, ja, dass es vielleicht lieber gehen sollte. Als nächstes habe ich ein paar Weihnachtsromane. Und ja, das eine habe ich, glaube ich, mal begonnen. Hier ist noch ein Lesezeichen drin. Aber ja, ich greife irgendwie nicht so wirklich nach Weihnachtsromanen. Wenn dann welche, die genau in dem Jahr rausgekommen sind, weil ich zum Beispiel jetzt Rezensionsexemplare bekomme. Aber ich habe niemals so viel Zeit, all die Weihnachtsbücher zu lesen. Man hat halt dann auch nur ein oder zwei Monate höchstens, wenn man schon im Oktober beginnen möchte. Sobald irgendwie Weihnachten vorbei ist, habe ich dann auch auf diese Bücher gar keine Lust mehr. Und ja, ich habe jetzt seit 2, 3 Jahren diese Bücher hier und ich habe nie dazu gegriffen und ich glaube, ich werde es auch nicht mehr machen. Zum einen ist das Winterzauber in Notting Hill von Mandy Bagot. Ich habe keine Ahnung, wie man sie ausspricht. Ja, das ist eine Reihe, wo ungefähr jedes Jahr ein Winterzauberbuch neu rauskommt. Ich habe mir damals das hier gekauft, weil es eben in London spielt und London meine liebste Stadt ist. Aber es ist jetzt wirklich, wie gesagt, schon 3 Jahre mindestens hier und ich habe nie danach gegriffen zu Weihnachten. Genau. Deshalb zieht das jetzt aus. Und dann habe ich noch Winterzauber in New York. Das war tatsächlich mal ein Buch, was ich vom Carlsen Verlag bekommen habe. Das war so ein kleines Paket mit mehreren Weihnachtsbüchern. Ein paar davon habe ich gelesen. Das hier ist irgendwie nicht. Ich habe nie dazu nachgegriffen. Und deshalb darf das jetzt auch weiterziehen. Rezensionsexemplare verkaufe ich natürlich nicht. Das darf ich nicht. Aber ich werde sie irgendwie an jemanden verschenken, Freundin oder so weiter. Oder ja, sie in einen Bücherschrank stellen, in den öffentlichen. Mal schauen. Ich denke, dass irgendwen zur Weihnachtszeit wird es doch bestimmt noch erfreuen. Und damit komme ich jetzt auch schon zum nächsten Buch. Es ist ein Hardcover, ein Jugendroman und zwar von derselben Autorin wie Love, Simon, Becky Albertalli. Ich liebe es, Love, Simon, den Film. Das Buch habe ich tatsächlich auch nie gelesen. Ich habe, glaube ich, irgendein anderes Buch von Becky Albertalli gelesen, was ich sehr mochte. Aber das hier steht jetzt Ewigkeiten in meinem Regal. Es ist auf Deutsch. Ich lese tatsächlich ihre Bücher lieber auf Englisch. Ein Happy End ist erst der Anfang. Genau, das ist damals auf Englisch auf jeden Fall auch mega gehypt worden. Ich habe es mir dann mal gebraucht gekauft. Ja, es ist hier unten ein preisreduziertes Mängelexemplar. Ich weiß gar nicht, was daran jetzt ein Mängel sein sollte, außer dass eben der Stempel da ist, weil sonst sieht alles ganz gut aus. Aber manchmal ist das ja so. Genau, ja, das Buch werde ich auch nicht mehr lesen, glaube ich. Es ist einfach zu lange schon erschienen. Das interessiert mich nicht mehr so. Und deshalb darf das auch gehen. Und damit komme ich auch schon zu den letzten beiden Büchern. Das nächste Buch habe ich tatsächlich von einer Freundin mal geschenkt bekommen, nachdem sie es schon gelesen hatte.
Und ich werde sie jetzt einfach fragen, ob sie es zurückhaben möchte. Ich ja, bin irgendwie nie wirklich dazu gekommen, das zu lesen. Ich glaube, ich habe mal reingelesen, aber war nicht so ganz das Richtige für mich. The Gravity of Us, Full Stampers, ebenfalls ein englisches Buch. Da geht es um zwei Jungs, irgendwie deren Eltern bei der NASA arbeiten. Und ja. Deshalb auch The Gravity of Us. Also es ist eine Boys Romance, also zwei Jungs, die sich ineinander verlieben. An sich liebe ich solche Geschichten ja sehr und lese auch viele Bücher in diese Richtung, die einen ähnlichen Aufbau haben wie ja jetzt YA Romance. Liebe ich total. Aber ich glaube, das hier ja, spricht mich einfach nicht mehr so an. Ich werde sie fragen, ob sie es zurückhaben möchte und sonst werde ich es irgendwie auch in den Bücherschrank stellen. Und dann möchte ich noch das Buch hier aussortieren, Blossom von Amelia Kadan. Ich weiß tatsächlich nicht mal wirklich, worum es hierin geht. Ich habe das irgendwie mal bekommen, aber ja, spricht mich auch nicht so wirklich an von dem, was ich jetzt hier hinten gelesen habe. Auch das Cover spricht mich nicht so an. Irgendwie, ich habe zu viele Romance-Bücher im Regal, als dass ich jetzt danach greifen werde in nächster Zeit. Und deshalb darf das ausziehen. Genau. Und das war's auch mit dem Unhaul. Ich habe jetzt, wenn ich richtig gezählt habe, 24 Bücher gezählt. 24 Bücher, die ausziehen dürfen und mir Platz in meinem Regal machen hier. Ich bin sehr, sehr happy. Genau, ich zeige euch jetzt das Regal nochmal. Ein paar Bücher stehen noch in zweiter Reihe, aber echt nicht mehr so viel. Und ich hoffe sehr, dass da jetzt in nächster Zeit nicht noch viel, viel mehr neue Bücher einziehen werden. Ich gebe mir Mühe, mehr zu lesen und ja, auch und hoffentlich ein bisschen mehr darauf zu achten, mir nicht so viele unbedachte Bücher zu kaufen, die dann in 4 Jahren noch in meinem Regal stehen. Ich meine, das sage ich öfter mal, aber ich nehme es mir doch jetzt feste vor. Und genau, es freut mich sehr, dass ihr das Video bis zum Ende geschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht es gut, bis dahin. Tschüss.